Es freut mich sehr, heute hier in Wien sein zu dürfen. Es ist immer sehr schön, da im Ausland etwas aus der Schweiz mitbringen zu können. Ich habe Ihnen auch ein paar Sachen mitgebracht, von dem ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen in den nächsten 30 Minuten einen Einblick geben, wie eine Theorie oder nicht ein Forschungsergebnis zeigen, sondern wie die praktische Umsetzung von Open-Source-Software realisiert werden kann. Ich finde es sehr spannend, heute mit Herrn Sowe und Herrn Ratowitz, sehr genau, zuerst die Forschung und anschließend auch philosophische Aspekte angeschaut zu haben. Ich habe mich jetzt seit 6, 7 Jahren beschäftige mich sehr intensiv mit Open-Source und diesen Themen, Forschung und eben dieses Wissen generieren. Ich habe jetzt mich in den letzten 2 Jahren stark darauf konzentriert, die Umsetzung quasi voranzutreiben, die Umsetzung mit Open Source in der Verwaltung, Open Source in Schulen, Open Source in KMUs, also kleinen und mittleren Unternehmen und Open Source auch in Großkonzernen. Von dem her geht es mir jetzt eigentlich sehr darum, auch Ihnen ein Hilfsmittel, eine neue Publikation von Ernst & Young zu zeigen, vorzustellen, wie dieses Wissen, wie dieser Source Code, wie dieses ganze wertvolle, digitale Gut, Open Source, wie das verbreitet werden kann, wie das eingesetzt werden kann, sinnvoll und eben effizient, dass es wirklich auch Projekterfolge gibt, so wie wir uns das immer versprochen haben. Gut, meinen Hintergrund haben Sie schon gehört. Ich möchte gleich beginnen mit dem Inhalt. Und zwar ist es hier heute sozusagen eine Sneak Preview unserer neuen Broschüre, die in der Schweiz noch gar nicht lanciert ist. Das ist eine kleine Einladung für, wenn Sie zufälligerweise am 29. oder 30. Juni in Bern oder in Zürich sind, sind Sie gerne auch eingeladen, dort an der offiziellen Lancierung der Broschüre teilzunehmen. Wir haben aber jetzt eben für heute schon ein paar so Kopien gemacht der Broschüre. Ich habe etwa 40 Stück mitgebracht, falls Sie Interesse haben. Das ist zwar so meine Beschäftigung im letzten halben Jahr, eine quasi umfassende Publikation zu erarbeiten. Ich möchte Ihnen kurz die Themen vorstellen. Im ersten Bereich eine Zusammenfassung. Anschließend haben wir die Vorteile, Risiken und Good Practices zusammengefasst. Danach, wenn man sich informiert hat, was Vor- und Nachteile sind, geht es um die Umsetzung. Wie macht man professionellen Einsatz von Open Source? Und dabei auch ganz wichtig, die rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen, die verschiedenen Lizenzen und wie die miteinander zusammenhängen, wie man die kombinieren darf oder eben auch nicht. Und letzten Endes eben auch noch ein paar Hintergrundinformationen. Dazu starten wir gleich eben, wie gesagt, die Broschüre wurde erarbeitet von verschiedenen Leuten bei Ernst & Young, insbesondere auch die Legal, also die Rechtsanwälte haben Beitrag für die Lizenzen geschrieben. Das finde ich von dem her sehr spannend. Wir haben da eigentlich unser interdisziplinäres Team auch ausnutzen können. Ich möchte also nicht in die Details gehen, sondern gleich eben mit der zur Zusammenfassung unserer wichtigsten Punkten beginnen. Erstens, Open Source ist keine Glaubensfrage. Es wird immer wieder moniert, dass Open Source, ja, das ist so eine graue, so eine vielleicht nicht ganz so eine klare, definierbare Sache und manchmal funktioniert es, manchmal nicht und entweder glaubt man daran oder nicht. Also wir haben dargelegt, dass es wirklich halt einfach eine klar definierte Sache ist mit Softwarelizenzen. Open Source ist nicht eine Technologie, ist nicht ein Businessmodell, es ist lediglich nicht mehr und nicht weniger als eine Softwarelizenz und das hat einfach Vor- und Nachteile und das kann man relativ klar darlegen. Zweiter Punkt, Open Source Software muss gesteuert werden. Wie Herr Sowe schon gezeigt hat, eben eine Open Source Policy ist sinnvoll. Dazu eigentlich gleich zum Punkt 3, das volle Potenzial mittels Open Source Strategie nutzen. Wir nennen es Strategie, man kann es Policy nennen. Letzten Endes geht es darum, ein Rahmenwerk zu haben, irgendeine schriftliche Vorgabe, wie die Organisation, Unternehmen, öffentliche Verwaltung mit dem ganzen Bereich Open Source Software umgeht, wie man es intern einsetzt, wie man es veröffentlicht oder nicht veröffentlicht und so weiter. Dass man sich dazu Gedanken macht. Und eben der vierte Punkt, nutzen Sie auch doch das Potenzial von Open Source, dass man eben dort direkten Zugang
zu den Experten hat, zu den Experten in den Communities, in den einzelnen Projekten, dass man dort auch den Dialog pflegt, weil man dort auch das volle Potenzial, das Wissen auch anzapfen kann, was häufig bei proprietärer Software nicht so einfach möglich ist. Gut, wie gesagt, der zweite Teil geht darum, dass man nochmal im Detail anschaut, was sind die Vorteile, wieso sollte man überhaupt Open Source Software nutzen. Dazu einfach noch kurz als Bemerkung, die Broschüre, eben, wir gehen nicht allzu stark in die Tiefe, wir haben keine, also es ist nicht meine Doktorarbeit, die wir da niedergeschrieben haben, sondern es geht wirklich darum, einen praktischen Ansatz zu geben. Dort einfach kurz zusammengefasst die Vorteile auf der einen Seite, aber eben auch ganz realistisch geschaut, was sind die möglichen Risiken oder was sind die Nachteile, auf was muss man achten. Und das ist zwar schön und gut, wenn man sich das mal überlegt hat, aber noch wichtiger scheint uns, dass man überlegt, ja, wie setzt man dann genau die Vorteile um, also wie nutzt man die Vorteile, und dazu in den gelben Balken jeweils die Best Practices oder Good Practices in dem Sinn. Und die andere Frage bei den Risiken, ja, wie vermeidet man dann konkret, dass das Risiko eintritt, also welche Risikenminimierungsmaßnahmen gibt es. Dazu ganz im Schnellzugtempo, damit wir Zeit einhalten können, zu den Vorteilen, Kosteneinsparung. Sie kennen bestimmt dieses Argument, das ist so das Erste, was auffällt, was einem in Sinn kommt, keine Lizenzkosten. Das ist ein Punkt, aber eigentlich noch fast wichtiger ist, dass man Unabhängigkeit ja gewinnt durch diese herstellerunabhängige Software, diese Open Source Software, und man hat deshalb auch längerfristig höhere Verhandlungsmacht oder hat bessere Verhandlungskompetenz, man hat eine reelle Option zu wechseln, und wenn man das kann, kann man auch längerfristig die Preise entsprechend anpassen und einfach dem Hersteller sagen, du, ich möchte jetzt nicht mehr so viel für deine Wartung bezahlen, sondern weil es auch einen Konkurrenten gibt, der das günstiger macht, musst du mir auch die Preise senken, sonst wechsle ich. Also man kann auch diese nachhaltigen, längerfristigen Kosteneinsparungen nutzen, nicht nur die kurzfristigen Einsparungen bei den Lizenzen. Da eben Good Practice, erstens mal Software Portfolio Assessment, dass man sich mal überlegt, ja, wo könnte man konkret sparen, wo macht es Sinn, wo macht es weniger Sinn, dass man nicht dort spart, wo vielleicht nur 1% der Kosten in der IT anfallen, sondern wirklich die relevanten, hohen, wiederkehrenden Lizenzkosten dort zum Beispiel beginnt. Und der zweite Punkt, Total Cost of Ownership Analyse, ist immer so eine Sache, wie misst man das, wie bewertet man die Kosten, da gibt es auch verschiedene Theorien. Sinnvoll ist auf jeden Fall, dass man es macht, dass man sich Gedanken macht, was spare ich mit Open Source, aber eben auch, wie viel kostet es, damit ich so weit komme, dass ich so viel sparen kann. Also Migrations-, Umschulungs-, Umprogrammierungsmaßnahmen einberechnet. Und dass man da wirklich ganz realistisch von Anfang an sagt, das lohnt sich und in dem Fall lohnt es sich nicht. Shared Maintenance, da geht es darum, dass man eben selber die Wartung der Software gewissermaßen outsourcen kann mit Open Source Communities, dass man eben dort auch die Weiterentwicklung, die Wartung, die Fehlerkorrekturen teilen kann mit anderen Playern. Dazu hatte ich gerade letztens ein Beratungsprojekt, wo eine öffentliche Verwaltung in der Schweiz im Plan ist, dass sie selber ein Open Source Projekt lancieren, eine Software freigeben, die mehrere Mannjahre Entwicklungsinvestitionen gekostet hat. Und dort geht es ganz klar darum, dass man längerfristig, das ist nicht das, was man kurzfristig machen kann, dass man längerfristig die Kosten mit anderen öffentlichen Stellen teilen kann und sich dort eigentlich auch die Beiträge, die Korrekturen, die das heißt Dokumentation und so weiter teilen kann. Da auch wieder interessant, Ihr Hinweis aus dem vorigen Referat eben mit dieser freien Verbreitung von Wissen und Gütern, dass man dort entsprechend auch diesen Nutzen als Gesellschaft auch profitieren kann. Der zweite Vorteil, ein ganz klar strategischer Vorteil, mit Open Source gewinnen Sie Kontrolle über Ihre Software und über Ihre Daten zurück, sozusagen. Heute werden viele proprietäre Systeme eingesetzt, wo man kaum Zugriff hat auf die Daten und gar keinen Zugriff auf den Source Code. Sie haben aus diesem Grund klar wieder bessere Kontrolle, was passiert. Es ist
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass in Open Source Software keine Backdoors und keine Spyware und so weiter installiert ist, wobei man das bei proprietären Systemen nie abschließend beurteilen kann. Auch werden eben die Daten zugänglich sein, weil Open Source Software prinzipiell Open Standard setzt, offene Datenformate. Und sie haben eben auch die Möglichkeit, direkt Softwareanpassungen selber vorzunehmen oder können mit der Community oder über einen Open Source Dienstleister entsprechend vorgehen. Da eben wiederum wichtig, dass man ein realistisches Risk Assessment macht, der Hersteller, ein Vendor Risk Assessment beispielsweise, wo man überlegt, von welchen IT-Dienstleistern bin ich besonders abhängig und wo macht es Sinn, die Abhängigkeiten zu senken, wo will ich strategisch eine Freiheit haben, auf eine Plattform zu wechseln und so weiter. Reputationsgewinn, ein weiterer Vorteil, den wir sehen, da nicht nur einfach im Sinne von, ich bin IBM und mache Eclipse und darum verbessere ich die Welt, sondern wirklich ganz klar im Sinne von, man setzt Open Source Software ein, sei es als öffentliche Verwaltungsstelle oder eben auch als Unternehmen, dass man dort ein Signal sendet, man ist kostenbewusst beispielsweise, man überlegt auch mit innovativen Technologien, wie man sie einsetzen kann. Das einerseits gegen außen, gegen innen oder in dem Sinn für die Mitarbeitenden ist es auch ein wichtiges Signal. Das haben wir in verschiedenen Studien auch bei einem konkreten Projekt während meiner Forschungszeit herausgefunden, dass für eine Versicherung in der Schweiz war es ein Hauptargument, Open Source einzusetzen, weil sie gegenüber den Mitarbeitern eine spannendere Arbeitsumgebung gewähren können, dass sie eigentlich attraktiver auf dem IT-Jobmarkt sind und deshalb auch als Arbeitgeberattraktivität zu steigern, damit einen Vorteil gewinnen. Damit man diesen Vorteil auch realisieren kann, wichtig eben, dass man Marketing macht, dass man über diese Aktivitäten auch spricht, sei es an Konferenzen, über Publikationen und so weiter, dass man dort bewusst platziert, wie man sich als Organisation da verhält. Und last but not least, rasche Verbreitung. Open Source hat die Möglichkeit, eben, dass IT-Abteilungen schnell, relativ unkompliziert Sachen testen können, können Prototyping machen, können Plattformen ausprobieren, haben deshalb die Möglichkeit, das auch relativ schnell anzuwenden. Das hat den Vorteil, als Hersteller kann ich eine relativ schnelle Verbreitung von Software, Open Source Software erhalten. Wichtig dort ganz klar auch wieder das Projektmanagement, dass man dort die Community, die es gilt aufzubauen, dass man die gut managt, dass man dort sinnvolle Balance zwischen Kontrolle und Freiheit hat, dass man eben versucht zu verhindern, dass sich ein Open Source Projekt forkt und so weiter. Das waren die Vorteile. Bei den Risiken oder Risikominimierungsmaßnahmen sehen wir klar eben die Thematik mit den Open Source Lizenzen. Das ist nicht ganz trivial, diese rund 70 Open Source Lizenzen zu kennen, diese Abhängigkeiten zwischen ihnen zu verstehen und so weiter. Eigentlich dort ist es eine Herausforderung für Organisationen, insbesondere weil es eben keinen Lizenzverkäufer gibt, wie bei proprietären Herstellern, wo ihnen im Detail alle Lizenzierungsmodelle gratis und quasi auf Akquisitionsaufwand vor Ort erklärt. Und man muss sich selber informieren oder man muss sich beraten lassen. Deshalb dort wichtig, dass man sich bewusst ist, wie sind dort die Abhängigkeiten, dass man nicht aus Versehen Source Code einpflanzt irgendwo und dann gezwungen wird, eigenen Source Code freizugeben, weil man eben intern Software über eine GPL-Lizenz oder so verteilt hat. Da eben ganz wichtig, Software Licensing Compliance, dass man sich über Juristen quasi absichert, dass die Compliance gewährt ist. Das einerseits gegen außen, aber auch gegen innen, dass man dort die Entwickler, und häufig haben ja große Organisationen auch eine eigene Entwicklungsabteilung, dass man sich dort den Softwareentwicklern Guidelines gibt. Dort gibt es die Richtung Open Source Policy, wo es darum geht, Vorgaben zu machen, wie die Softwareentwickler mit welchen Systemen sie wie umgehen sollen.
Zweitens, unkontrollierter Einsatz von Open Source, das geht in die gleiche Richtung wie der erste Punkt, nur beim zweiten Punkt geht es nicht um die rechtlichen Risiken, sondern um operative Risiken. Da geht es darum, dass Sie nicht nur einen rechtlichen Schaden erleiden können, wenn Sie unkontrolliert Open Source einsetzen, sondern eben auch quasi ein Technologiewirrwarr sich entwickeln kann. Und das, was vorhin als Vorteil, das ich angepriesen habe, dass die IT-Abteilung selber Software ausprobieren und installieren kann, das kann sich auch als Nachteil erweisen. Denn wenn man das nicht irgendwie kontrolliert, irgendwie steuert, dann macht dann bald jeder, was er will. Weil Open Source hat so diese Eigenschaft, man muss sie nicht über eine Beschaffungsstelle zentral beschaffen und hat deshalb sehr einfach die Möglichkeit, eben schnell einen Linux-Server, schnell einen irgendwas Datenbank-Server hinzustellen mit Postgres und MySQL und alle Datenbanktypen einzusetzen. Und plötzlich hat man 10 verschiedene Datenbanken und hat so aus Versehen irgendeine businesskritische Applikation drauf und kann nicht mehr so schnell weg. Und eben deshalb aus diesem Grund wichtig, dass man diese Architektur kontrolliert. Da der erste Punkt, Quality Assessment Framework, dass man sagt, erstens mal wähle ich bewusst aus nach einem klaren Charakteristiken. Was sind Charakteristiken von Open Source Projekten, die ich wähle und da eben nicht nur auf Funktionalität schaut, sondern eben auch auf die Community-Dynamik, auch schaut, wie diversifiziert die Community ist. Ist man dann aus Versehen doch wieder abhängig von einem Open Source Hersteller, weil es nur einen gibt, der das anbietet, oder ist es eine heterogene Community, wie beim Linux-Kernel beispielsweise. Dass man sich dort ganz klare Qualitätskriterien setzt. Und der zweite Punkt, auch sehr wichtig, eben, dass man eine Enterprise Architecture Governance betreibt, dass man dort klar steuert, welche Technologien sind auf der Whitelist und welche sind auf der Blacklist und welche kann man verhandeln beispielsweise mit den Architekten. Dass man sich dort als großes Unternehmen oder Verwaltungsstelle gewisse Rahmen setzt, um eben diese Wildwuchs zu verhindern. So, Zeit haben wir noch. Ups, wird eng. Gut, die Open Source Strategie, Policy, es war jetzt schon erwähnt, auch wir haben ein paar Ideen, mögliche Elemente einer Open Source Strategie aufgeführt, dazu vielleicht nicht mehr im Detail. Ich möchte noch in den nächsten Minuten kurz den Open Source Einsatz erwähnen. Die Folie ist ein bisschen klein geraten, ich hoffe, Sie können es mehr oder weniger sehen. Der erste Punkt, also eben es geht darum, wie kann man Software sinnvollerweise Open Source Software einsetzen? Und wir haben da eigentlich drei Szenarien identifiziert. Das erste Szenario ist Einsatz ohne professionellen Support. Man macht es quasi selber, die IT-Abteilung lädt sich die Software runter, installiert sie selber, betreibt sie selber, wartet sie selber und so weiter. Das zweite Szenario in der Mitte geht es darum, Einsatz mit internem Support. Da ist das Szenario so, dass eine Organisation will, auf eine bestimmte Open-Source-Plattform, nennen wir sie mal JBoss, setzen, nimmt diesen Application-Server und baut sich ein eigenes Team auf von Software-Ingenieuren, die sich auf JBoss spezialisieren und die kennen dann die Techniken und haben wirklich auch das fundierte Wissen dazu, können also internen Support bieten. Und das dritte Szenario, Einsatz durch externen Anbieter oder eben externen Support, dass man dort mit einem externen Open-Source-Dienstleister zusammenarbeitet, mit dem Service-Level-Agreement absteckt und eben ganz klar auch sagt, für was er zuständig ist und für was nicht. Ich bringe es gleich auf den Punkt, eben, es gibt Vor- und Nachteile für jedes von diesen drei Szenarien. Vorteil hier bei der einfachen Umsetzung von ohne professionellen Support ist, dass man es eben sehr schnell, man kann es rasch installieren und man hat sehr niedrige Kosten kurzfristig. Der Nachteil ist eben, man hat keinen garantierten Support, weder intern noch extern. Man hat quasi eine Community, wo man vielleicht etwas kommunizieren kann, aber man hat sich keine klaren Schranken gesetzt und hat in dem Sinne eben auch gar keine Risikoallozierung, also kann keine Haftungsansprüche geltend machen. Beim zweiten Szenario mit dem internen Support hat man sehr hohe Flexibilität, weil man wirklich auch internes Know-how hat. Man kann sehr rasch eben interne
Entwickler anweisen, etwas zu ändern. Man hat auch in dem Sinne keine oder kaum Anbieterabhängigkeiten, weil man das Know-how intern hat. Das ist praktikabel, eben gerade bei geschäftskritischen Bereichen, wo sie auch zum Teil wettbewerbsdifferenzierend sind. Als Nachteil ist es ganz klar eine hohe Investition für eine Technologie, eine Plattform, ein ganzes Team aufzubauen. Das kann nicht so schnell gehen und kostet eben sehr viel. Es hat vor allem dauernde, wiederkehrende Kosten und das kann relativ schnell dazu führen, dass die Einsparungen wieder aufgefressen werden. Es hat eben auch in dem Sinne keine Zertifizierungsmöglichkeit für Hardware und Software, weil man eben internen Support hat. Und der externe Support, auch dort hat man Vorteile, eben man hat Zugang zu den eigentlichen Kernentwicklern, wie wir es vorhin gesehen haben mit diesem Schalenmodell, zu den Leuten, die bei der Firma angestellt sind, bei dem Open Source Dienstleister. Man kann auch Korrekturen, Weiterentwicklungen auf Auftragsbasis relativ rasch realisieren lassen. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Anbieter zu wählen, wenn es sich verschiedene Anbieter gibt, die die Plattform unterstützen. Und man hat eben auch SLA, also Service Level Agreements, die man abschließen kann. Der Nachteil hier wiederum, auf den ersten Blick kann das relativ hohe oder einfach wieder substanziell externe Kosten generieren. Also man ist eigentlich wieder ähnlich wie beim proprietären Software-Einsatz, zahlt man an einen Hersteller. Und auch zweitens hat man wieder eine gewisse Abhängigkeit, nicht mehr rechtlicher Natur, sondern die Wissensabhängigkeit vom Dienstleister besteht natürlich weiterhin. Und eigentlich in diesem Szenario eben kurz beschrieben, was die verschiedenen Einsatzszenarien sind. Ich denke, grundsätzlich stellt sich die Frage eigentlich für jede Applikation einzeln. Man kann sich überlegen, für die Applikation brauche ich gar keinen Support, für die brauche ich internen Support und für die dritte nehme ich externen Support. Da kann man sich eigentlich einen optimalen Mix auch zusammenstellen. Die nächste Folien, also da gibt es noch gewisse Vorstellungen, was man so einen Service Level Agreement mit einem Open Source Dienstleister reinschreiben kann. Dazu haben wir auch in der Broschüre das weiter erläutert. Auch die ganze Diskussion Open Source versus Open Core ist eine sehr aktuelle, auch dazu kurz ein Artikel in der Broschüre. Noch ganz kurz zum Schluss die rechtlichen Aspekte von Open Source. Hier mal die Verbreitung. Wir sehen auf den ersten Blick, praktisch die Hälfte verwendet nach wie vor die GNU-GPL, also die GNU General Public License. Auch andere GNU-Licenses sind sehr stark verbreitet. Also wenn man sich mit Lizenzen beschäftigt, lohnt es sich vor allem mal die stark verbreiteten anzuschauen. Da kurz eine Einführung zu Open Source und Urheberrecht. Wichtig ist eben, wie gesagt, dass man die Kerneigenschaften der meist verbreiteten Open Source Lizenzen kennt. Und da haben wir eine, denke ich, relativ pragmatische Zusammenfassung geschrieben von den 5 wichtigsten Open Source Lizenzen. Dazu auch jetzt halt aus Zeitgründen etwas kürzer gefasst. Eine Abgrenzung zu weiteren Arten von Software: eben Open Source ist nicht Freeware, Open Source ist nicht Shareware, Open Source ist nicht Public Domain Software. Hier auch dazu kurz die Begründung. Da haben wir sehr lange gearbeitet in dieser Tabelle. Es gibt verschiedene solche Tabellen, die eben aufzeigen, wie die Lizenzabhängigkeiten miteinander funktionieren. Wir hoffen, da ein einigermaßen solides Modell gefunden zu haben. Ganz kurz zusammengefasst, man sieht oben die verschiedenen Lizenzen, angefangen mit der Affero GPL, dann die GPL und dann die LGPL und die Apache License und so weiter. Also je weiter rechts man geht, umso liberaler wird die Lizenz. Und dann gegen unten haben wir die verschiedenen Kriterien aufgeführt, was man eben mit der Lizenz machen darf und was nicht. Und eben, wenn man sieht, die ganz rechte Lizenzen, mit denen darf man sehr viel machen, das ist überall ja. Und mit der linken Lizenz, eben AGPL, ist fast überall nein. Eben die linken Lizenzen fokussieren auf den Schutz der Freiheit, so wie die Free Software Foundation sagt. Und die rechten Lizenzen, je weiter rechts geht es darum,
die Möglichkeiten, die Freiheiten quasi nicht einzuschränken, in dem Sinn, dass man eben auch proprietäre Software mit Open Source kombinieren darf. Das so ganz kurz zusammengefasst. Und eben auch die Lizenzkompatibilität, dass man sagt, wenn man eine Apache-License hat, eine Software, darf man sie nicht, darf man in diese Software darf man keine GPL-Komponenten einbauen. Also die Abhängigkeit von einem Komponenten hier, Integration von dem geht nicht. Was man aber darf, man kann eine GPL-Lizenz nehmen und kann Komponenten mit LGPL oder mit BSD-License kombinieren. Dazu eben auch der nächste Abschnitt zum Lizenzkompatibilität oder eben auch Dual Licensing, nochmal ein anderer Begriff im Lizenzbegriff. Gut, hier nochmal Checkbox, was müssen Sie so wissen, so ganz kurz zusammengefasst bezüglich Lizenzen. Hintergrundwissen haben wir schon viel gehört heute, dann auch nochmal ganz kurz. Da haben wir einfach nochmal ein paar Hintergrundinformationen zu Open Source zusammengefasst. Was spannend ist, aber vielleicht als Entscheider nicht unbedingt im ersten Schritt, was man sich erarbeiten muss. Auch hier haben wir dieses Schalenmodell mit dem Kernentwickler und so weiter. So diesen Community-Building-Prozess, dass irgendwo mal ein Source-Code mit dem wird gestartet und dass sich dann ein Zyklus aufbaut, wenn das Projekt gut läuft. Auch hier Open Source Community Management ist eine sehr delikate Sache. Auch hier ganz kurz, auf was man die wichtigsten vier Punkte aufgeführt. Und letzten Endes haben wir noch ein paar Vorurteile versucht zu widerlegen. Open Source braucht ja niemand und dann es könnte ein Vorurteil sein, weil man es eben nicht so kennt, weil die Marke nicht so bekannt ist wie andere Hersteller. Und dort, wenn man aber dann unter die Haube schaut, ist fast überall heutzutage Open Source im Einsatz. Und das ist eben auch ein bisschen unser Fazit, dass man sagt, letzten Endes ist Open Source eine Realität der heutigen IT-Landschaft und man kommt eigentlich nicht mehr darum herum, sich damit auseinanderzusetzen. Wichtig ist eben, dass man die Eigenschaften kennt, die Vor- und Nachteile abwägen kann und dann eben bewusst damit umgeht. So, nun hoffe ich im Schnellzugtempo gewissermaßen die Zeit eingehalten zu haben. Vielleicht noch zuletzt, eben die Broschüre gibt es auch in Englisch. Wir haben die gesamte Broschüre auf Englisch auch übersetzen lassen. Von denen habe ich ein paar wenige Exemplare hier. Ansonsten können Sie sich gerne, legen wir dann die irgendwo auf, die können Sie dann mitnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis später.